Achtung, jetzt wird es richtig peinlich. Weil der Wolf in Mecklenburg-Vorpommern jetzt in das Jagdrecht des Bundeslandes aufgenommen wurde, verkleiden sich Ann-Christine von Allwörden und Thomas Diener, beides CDU-Politiker, als Rotkäppchen und der Wolf und posten dieses absurde Video in den sozialen Medien. Ja, nach jahrelangem Kampf ist es endlich gelungen, das den Wolf ins Landesjagdgesetz zu bekommen, eine Forderung, die CDU-Fraktion schon längst aufgemacht hatte. Insofern ist es für uns auch ein bisschen einfacher, jetzt mit Rotkäppchen wieder auf einer Bank zu sitzen. Vor dem muss Rotkäppchen immer Angst haben, ne? Das wird jetzt besser. Heißt im Klartext, das Gesetz soll unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit schaffen, Wölfe zu jagen, insbesondere wenn sie wiederholt Nutztiere gerissen haben. Soweit so gut, doch dieses Video? Die Kommentare im Netz lassen nicht lange auf sich warten. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, heißt es da unter anderem. Das ist Fremdschämen pur. Oder entstand das in der regulären Arbeitszeit oder auf Kosten der Steuerzahler? Und ist das ein Fiebertraum? Fest steht, vor allem Thomas Diener liegt der Wolf sehr am Herzen. Er kämpft schon lange, gerne mal im Wolfskostüm, für dessen Aufnahme in das Landesjagdgesetz. Peinlich wirkte das schon öfter, doch dieses aktuelle Video an Absurdität kaum zu toppen und am Ende auch noch ziemlich obszön. Prost, Rotkäppchen. Prost, Wolf. Jetzt haben wir eine Situation erreicht, wo ich dich nicht mehr fressen kann. Das ist mir auch viel lieber, aber ich kann dich viel besser anlecken jetzt. Ja, so. Und ich?